Pistola? Wahrscheinlich nicht, ne? Zack. 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 Wir spielen Dead by Tageslicht. C. Crossplay. Dead by Daylight. Dead by Wieso sehe ich nichts? Jetzt. Nein, ich packe gerade meine Schulmappe. Deine Schulmappe? Sagt man das echt noch? Sagt man das echt? Dein Schulranzen? Das sagt man doch erst, das hat man doch in der Grundschule nur gesagt, oder? Mir ist halt meine Brille kaputt gegangen und morgen hole ich mir eine neue. Oh, deine Brille ist kaputt, deswegen schwänzt du die Schule, Kappa. Und warum hast du sie nicht am Donnerstag kaputt gemacht, die Brille, Mutti? Denk doch mal drüber nach. Das wäre doch viel schlauer gewesen. Du wolltest doch Donnerstag nicht hin. Leute, ich bin auch raus. Muss, wie gesagt, morgen früh raus. Alles klar, Kong Offs. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wir, also die anderen, die meine hässliche Frisur bestaunen dürfen, spielen jetzt. Oh mein Gott, ist das furchtbar. Dead by Daylight. Meine Tasche? Fragezeichen. Ja, genau. Deine Tasche. Ich bin Dead by Daylight, Leute. Und, ja, komm. Sie ist mir gestern einfach abgebrochen. Warte, wer ist die abgebrochen? Guck mal, ich kann einfach Isa einladen. Crossplay funktioniert. Und wir sind übrigens Rang 5. Nur mal so als Info, Leute. Wir sind Rang 5. Hier. Rang 5, Leute. Wir sind Rang 5. Ja? Nicht Rang 6 oder 7. Live-Gamer, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Was machen wir für eine Mission? Oh, verdiene dir 15 Embleme der Goldqualität oder besser. Ja, komm, machen wir. Stew21, herzlich willkommen. Will noch einer mitspielen? Will noch einer mitspielen? Ausrufezeichen DBD, da ist mein Freundescode. Jeder kann mitspielen. Da hat schon eine Schraube gefehlt. Und dann ist gestern die andere Schraube rausgefallen und kaputt. Ach, Muti, wenn bei der Brille eine Schraube fehlt, dann muss man diese Brille reparieren. Wenn man sie nicht repariert, dann fällt irgendwann die andere Schraube auch raus und dann ist sie kaputt, richtig. Deswegen hat eine Brille immer zwei Schrauben, damit du genügend Zeit hast, die zweite Schraube wieder zu reparieren, bevor die andere kaputt geht. Ich muss mir mit deinem Stream etwas ablenken, damit ich nicht Depri werde. Live-Gamer, vergiss sie. Vergiss das Mädel. Gut gemeinter Rat unter uns, Bros. Vergiss die Frau. Du leidest nur. Du solltest jemand anderes kennenlernen. Kann sein, dass ich einschlaf, Brownie und Co. Alles klar, Luna. Falls das geschieht, ich wünsche dir schon mal einen tollen Start in die neue Woche. Ja, ich hatte keine Zeit dafür, Muti. It's Corona-Time, natürlich hast du Zeit. Gönn dir, Brownie. Sie ist doch auch ein hübsches Mädchen. Wer? Wer ist ein hübsches Mädchen? Der Crush von Livegamer? Sie hat mir Korb gegeben heute, aber ich kann damit leben. Na siehste, Livegamer. Dann ist doch jetzt alles geklärt. Also, zwar nicht zum Positiven, aber doch zum Positiven. Weil, du musst das so sehen, die Sache ist geklärt. Du musst dir jetzt nicht mehr jeden Tag die Gedanken machen. Oh, will sie jetzt was von mir? Will sie nichts von mir? Mache ich das falsch? Habe ich mich blöd benommen? Hätte ich noch eine Chance bei ihr, wenn ich mich besser anstelle? Du weißt jetzt,
Nö, du kannst halt machen, was du willst. Sie steht halt einfach nicht auf dich. Klar, es ist blöd, dass sie nicht auf dich steht. Aber du verschwendest ab sofort nicht mehr deine Zeit und Energie in dieses Mädchen, was eh nichts von dir will. Und im schlimmsten Falle dich auch nur ausnutzt, wenn niemand da ist gerade und keine Zeit hat. Dann ist sie halt nett zu dir. Aber jetzt weißt du halt, dass sie halt nur nett zu dir ist, weil sie, wie gesagt, gerade Langeweile hatte. Zack, Bein hoch. Da steht das Bein, Minky. Möchtest du mitspielen, Minky? Raumi spricht aus Erfahrung. Ja klar, jeder macht mal die Erfahrung, dass man jemanden hinterherrennt. Die Person, die einen selbst nicht liebt. Hat bestimmt schon jeder von euch durchgemacht. Und verschwendete Zeit und Energie ist das. Leuten hinterher zu rennen. Das hat schon jeder mal gemacht. Ja eben. Man denkt dann immer so, oh, sie könnte sich doch noch irgendwann in einen verlieben, oder? Man muss nur lang genug nett zu ihr sein und zeigen, wie toll man ist. Aber nein, das ist nicht so, Leute. Ich habe gesehen, dass man die Richtige nicht suchen muss, sondern dass die Richtige mit der Zeit kommt. Ja, definitiv Lifegamer. Brown? Nein, das ist nicht so. Was ist nicht so? Also klar kannst du danach suchen. Morgen muss ich Mathe machen. Viel Erfolg, Beauty. Klar kannst du nach deiner Traumfrau suchen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass du sie finden wirst. Und manchmal muss man sie auch nicht suchen. Manchmal kommt sie halt einfach im Leben. Shinuna raidet uns gerade mit 7 Zuschauern. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Die Baumeister Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Wir spielen jetzt Dead by Daylight. Ich hoffe, ich habe den Streamtitel geändert. Habe ich den geändert? Wir haben nämlich eben noch ein anderes Spiel gespielt. Auf der Nintendo Switch haben wir gerade Sniper Elite endlich abgeschlossen, nach über einem Jahr. Und mussten feststellen, hey, wir waren ja schon in der letzten Mission. Es war nur eine Mission, wir haben sie beendet und das Spiel war vorbei. Jetzt spielen wir aber Dead by Daylight auf dem PC und jetzt geht's gleich los. Ich bin nicht warm gespielt. Ich hoffe, ihr werdet trotzdem euren Spaß haben. Die Baumeister ist nun auch ein Brownie. Vielen lieben Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen. Was habt ihr gespielt? Wahrscheinlich Dead by Daylight, oder? Yeah. Oh, Shinuna. Vielen, vielen lieben Dank. Kennst du die Eisbären Bonn? Ich nicht, aber so ein paar Eisbärenfans meinten, wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern. BJ Arthur, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow auch. Yeah. Oh mein Gott. Was, noch ein Raid? Jackson Graves raidet uns mit einem Zuschauer, auch dir. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Yeah. Und Jackson Graves, danke für dein Follow. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich sehe nichts mehr. Genau, Dead by Daylight. Okay. Ich bin etwas warm gespielt. Isa ist warm gespielt. Dann wird es nicht ganz so dramatisch. Yeah. Und Bibikorn, auch vielen lieben Dank für deinen Follow. Und Kabaril. Danke, danke, danke. Dass ihr auch direkt alle followt, das ist selten. Ne? Jeder kennt's, man kriegt so Raids. Und die Zuschauer schalten meistens sofort ab. Es bleibt kein Follow hängen. Es bleibt kein Zuschauer hängen. Die Leute sind einfach direkt weg. Oh nein, jetzt gibt's Mori. Mori-Time. Wir haben beide zusammen gespielt. Beziehungsweise wir alle. Wow, was? Wir sind da nicht so. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr sympathisch. Was jetzt natürlich nicht heißen muss, dass ihr hier bleiben müsst. Ihr könnt natürlich trotzdem abschalten. Wenn's, ja, wenn ihr Kopfschmerzen bekommt. Bibi sucht neue Opfer als Mörder. Oh, oh. Bibi ist böse. Bist ja sympathisch. Diejenigen verpassen wohl was. Muhaha. Vielleicht haben wir uns sogar schon mal im Spiel, sind uns schon mal im Spiel begegnet. Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein. Herr Baumeister sagt mir auf jeden Fall was. Der Baumeister hat dich ausgewählt für uns. Oh.
Vielen lieben Dank, Baumeister. Eine liebe, böse Bibi. Bibi ist total böse. Okay. Ja, erste Runde, nicht warm gespielt und direkt Moré. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch, ob ich da euch jetzt was Tolles präsentieren kann. Ein Gameplay, mal gucken. Gerne doch. Vielen, vielen lieben Dank. Böse. Ihr spielt Custom Games oder was? Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ihr alle zusammengespielt habt, zu fünf dann wahrscheinlich. Custom Games finde ich zum Beispiel, finde ich immer blöd zum Streamen, wegen Stream Sniper, ne? Da gibt es immer so ein paar Kollegen, die schummeln. Und zwar immer die, die gewinnen. Merkt euch das. Vielleicht bin ich auch ein schlechter Verlierer. Aber das liegt daran, weil ich immer so selten verliere. Deswegen habe ich es nie gelernt, damit umzugehen. Weil ich halt einfach immer gewinne. Aber wenn du schlechte Gegner hattest, dann hast du gegen uns gespielt. Du meinst mit euch. Nein, Quatsch. Haben zu viert mal ausgetestet, wie das mit Mörder ist und so. Oh mein Gott. Hä? Okay. Was ist denn mit der los? Hat die Angst vor uns? Mörder hat Angst vor uns? Keine Ahnung. Das hat mich gerade so ein bisschen verwirrt, dass ich selber nicht mehr weiß, wo ich hinrenne. Okay. Nehmen wir diesen Gen. Nun, wer schummelt, spielt nicht mit. Genau. Dienstag Fortnite Live Event. Schau ich mir an. Live Gamer, mach das. Eventuell machen. Oh, Kacke. Eventuell machen wir das auch, dass wir das Live Event streamen werden. Ansonsten habe ich ja absolut nichts mehr wirklich mit Fortnite zu tun. Oh yeah. Oh, oh, Totem. Warte mal. Jetzt habe ich natürlich nicht auf Ruin gecheckt. Ist Ruin aktiv? Wupp. Mein Name könntest nur vom YouTube kennen. Lego-YouTuber. Fabi rated uns mit 1 Zuschauer. Danke dir, Fabi. Lego-YouTuber? Oh, ja. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wirklich ohne Scheiß. Normalerweise sage ich das nur so, aber bei dir erinnere ich mich. Glaube ich. Doch, ich glaube schon. Ohne Witz. Das sagt mir auf jeden Fall was. Das sagt mir wirklich was. Wenn du als Mitspieler oder sogar als Mörder buggst, ist das schon sehr amüsant. Übrigens, ich hatte jetzt 5 Wochen das Problem, dass ich Crossplay nicht mehr benutzen konnte. Crossplay ist die schöne Funktion, dass ich mit PlayStation und so Benutzer mitspielen kann. Das war bei mir kaputt. Das haben die gestern oder vorgestern gefixt. Ich bin froh drüber. Bibi hat als Heiltote am Boden gebuggt. Ich kenne nur den Bug. Och, Kacke, wo ist das Totem? Ah ja, okay, da ist das Totem. Nein, das war das falsche Totem. Ah, okay. Das war die ganze Zeit ein falsches Totem. Wir sind jetzt alle One-Hit. Achtung. Alle die, die es nicht wissen, weil sie das Spiel vielleicht nicht kennen. Was wollte ich sagen? Ach ja, es gab ja einen Bug, dass man bei so einem Felsen hängen bleiben konnte und dann hing man da für den Rest des Spiels. Auch ziemlich crazy. Kennt ihr den Bug, der noch relativ neu war, wo die Gens auf einmal Autogeräusche hatten? Kennt ihr das? Als würde man ein Auto die ganze Zeit an- und ausmachen mit dem Zündschlüssel. Das war auch mega creepy. Das war irgendwann mal im Patch einfach drin und irgendwann wieder weg. Wenn du Verbindungsfehler hast und ständig zurückversetzt wirst. Holt dich jemand? Holt dich jemand? Killer kommt zu mir. Isa, magst du sie holen? Magst du sie holen? Was? Du bist die ganze Zeit neben mir gewesen? Warum? Kacke, ich bin so dumm.
Wieso warst du die ganze Zeit neben mir und hast mich beobachtet, Stalker? Hä? Nein, Mori! Mori! Nein! Nein! Beziehungsweise, ich hab dich mal gesubbt. Was hast du gesubbt? Minky? Was? Ach, du hast Bibi gesubbt. Nee, was? Minuspunkt, was? Okay, wir sind jetzt Rang 6. Du hast meinen Channel gesubbt, Minky? Warte, du hast mich in DVD geaddet, oder? Wir haben jetzt einen Minuspunkt bekommen und sind von Rang 5 auf Rang 6 abgestiegen. Ich war vorgestern noch Rang 3 oder 4. Ja, das System bestraft einen, wenn wir gemorit werden und der Killer echt unfair spielt. Dann sagt das System, yo, du bist schlecht, weil du hättest genauso cheaten können. Rang 20, wuhu. Okay. Sie ist positiv. Mit Rang 20 kannst du immerhin nicht absteigen. Ich glaube, bis Rang 16 kann man nicht absteigen. Übrigens, Fun Fact. Nein, es ist kein Fun Fact. Das ist eigentlich nicht mal ein Fact, oder? Am 1. Dezember kommt das neue DLC in DBD raus. Das ist am Dienstag. Am Dienstag bekommen wir das neue DLC. Dann bekommen wir die Twins als Killer und irgendeine Frau als Überlebender. Ich bin gespannt. Ich habe dich auf der Switch geaddet, bei DBD noch nicht. Und gerade eben habe ich deinen Channel abonniert. Moment. Was? Du hast meinen Channel abonniert? Hier? Hier? Hä? Warum habe ich keine Notification bekommen, dass du das getan hast? Also ja, ich sehe, dass du einen Brownie hast. Du hast einen Brownie neben deinem Namen. Vielen lieben Dank. Dann muss ich mich bedanken bei dir. Danke, dass du uns gesubbt hast. Beziehungsweise mich. Ich bin ja hier alleine. Ich weiß nicht, warum hier keine Notification kommt. Brownie YouTube sagt Danke. Übrigens, guck mal meinen schönen Kamin an. Ist das nicht romantisch? Okay. Ich zeige euch ja schon Gameplay. No Notification for Minky. Vielleicht kommt die Notification noch. Dann sage ich einfach nochmal Danke. So, wir zeigen einfach Isabelle. Das ist die Isa. Oh. Nee, das ist was anderes. Du hast Level 13 erreicht. Baumeister meinte im Hintergrund eben deinen tollen Kamin. Oh, ja. Das ist mein Kamin. Übrigens, Ausrufezeichen Color oder Ausrufezeichen Farbe, Leerzeichen und dann die Farbe, könnt ihr sogar die Farbe von meinem Hintergrund bestimmen. Zum Beispiel Ausrufezeichen Color, Leerzeichen Blau. Und dann passiert etwas Krasses. Oh, Isa ist auch tot. Schade. Ein Gen... Ey, aber das ist krass. Killer hat Mori. Killer hat Mori. Und wir haben trotzdem 4 Gens geschafft. Und die Person könnte jetzt sogar noch den letzten Gen machen. Macht sie aber nicht. Ich weiß nicht warum. Baumeister meinte im Hintergrund eben den tollen Kamin und schon zeigst du den. Ich kann Gedanken lesen, Kappa. Seid ihr gerade alle in Discord und redet über mich? Nein, oder? Besser nicht. Ja, genau, das ist der Kamin. Nicht so spektakulär vielleicht, wie Baumeister ihn erzählt hat. Aber ja. Trotzdem schön. Ich habe den Killer rumgehalten etwas. Oh, das ist cool. Ja. Ja, sind wir. Oh. Ausrufezeichen gelb. Nein, du musst Ausrufezeichen Color oder C. Leerzeichen und dann die Farbe. Sie lästern alle. Normal. Ja, Bibi. Okay, ich glaube, Bibi, du bist nicht die Böse, sondern die anderen sind die Bösen. Und du bist die missverstandene Bibi. Die liebevolle. Was ist deine Farbe, Shino? Gelb. Gelb sieht halt echt
irgendwie gar nicht so verkehrt aus, oder? Sieht aus wie Gold. Okay, Lex Gamer ist tot. Isa, wir gehen raus, oder? Ich hab halt nicht mal... Ich hab halt nichts bekommen, ne? Weil, Mori, ich wurde halt sofort weggeschlachtet. Ich bin nur der Mod von Shinuna. Gold gibt es nicht. Ich glaube, Gold gibt's nicht. Aber Gold und Gelb sind ja eigentlich fast lichttechnisch das Gleiche. Und denkt jetzt nicht dran, Ausrufezeichen Color Schwarz einzugeben oder Black. Ich kann euch gleich sagen, das funktioniert nicht. Schwarz bedeutet so viel wie Licht aus. Das habe ich ausgestellt. Tatsächlich haben das ganz viele Leute mal gemacht. Und das war ziemlich anstrengend, weil die Leute immer hinter mir das Licht ausgeschaltet haben. Habe Magenta. Magenta ist hübsch. Aber die Farben sind nicht unbedingt das, was ihr sie seht. Oder was ich sehe. Warte, was? Die Kamera verfälscht so ein bisschen die Farben. Deswegen ist grün zum Beispiel nicht grün. Aber ich sehe es, dass es grün ist. Gut. So, weiter. Kennen wir mit grün. Color Party. Party gibt's nicht, aber könnte ich einrichten. Bei Zeiten, dass dann vielleicht Strobolicht kommt oder so. Das ist Magenta. Baumeister, Lo. Sowas solltest du auch mal anschaffen. Ja. Baumeister, schaff dir sowas mal an. Magenta. Wobei, Magenta ist eher das von der Telekom. Das ist eher so Richtung Pink. Es müsste eigentlich ein bisschen heller sein als das da, oder? Ich will mit deinem Kamin spielen. Oh. Baumi? Baumi? Achso, Baumeister. Baumeister hat einen Kamin? Du willst mit ihm spielen? Willst du so Körperteile reinpacken und verbrennen? Wenn irgendeiner mitspielen möchte, sagt bitte Bescheid. Guck mal, ich bin auch krank, oder? Ich habe 16 Leute gestern erstmal eine Freundschaftsanfrage gesendet. Das sind alles Leute, die ich, mit denen ich damals gespielt habe. Die sind alle durch den Bug, den ich hatte, rausgeflogen. Oh, doch nicht niesen. Die sind alle durch den Bug rausgeflogen. Die habe ich gestern alle mühselig per Hand wieder eingetippt. So nicht abgehoben bin ich. Ja. Dass ich zu den Leuten gehe und nicht die Leute zu mir. Guck mal, was kratzt. Warum juckt das hier so? Gut, aufgekratzt. Jetzt habe ich hier so einen roten Punkt. Sieht aus wie ein Knutschfleck, oder? Nur, dass ich keinen Körperkontakt hatte. Zumindest nicht mit anderen Menschen. Ich habe beim Stream 30 Nanoleafs hinter mir. What the fuck? 30? Alter, was für ein großer Streamer bist du? Jetzt habe ich aber Angst. Nanoleafs sind doch ultra teuer. Ich glaube, 8 Nanoleafs kosten irgendwie 100 Euro, oder? Irgendwie sowas. Oder 6 Nanoleafs. Wenn du 30 hast, hast du einfach mal eben so... Keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. 400 Euro ausgegeben. Die sind ultra teuer. Ja gut, vielleicht waren die 30 wahrscheinlich übertrieben und du hast 10 oder so hinter dir. Sind ultra teuer. Und so groß bin ich nicht. Hab nur 500 Abos. 500 Abos ist schon groß. Also stell dir vor, eine Menschenmasse von 500 Menschen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Menschen so in einer kompletten Schule gehen. Eine Schulklasse hat ja so 20. Und wie viele Schulklassen gibt es so in einer Schule? Keine Ahnung. Aber ich glaube, so 500 Menschen ist schon eine ganze Schule. Inklusive alle Schüler und alle Lehrer zusammen. Kann schon hinhauen, ne? 500 ist schon viel. Das ist groß, ja. Ja. Er hat wirklich 30 Nanoleafs. Kacheln an der Wand. Alter, Respekt, Baumeister. Du machst deinen Namen auf jeden Fall allen Ehren. Alle Ehren.
Alle Ehre. Allen Ehren. Ich habe gerade ein komplettes Studio für YouTube gebaut. Da waren die Nanos das Billigste. Alter. Da hast du mehrere tausend Euro wahrscheinlich in die Hand genommen. Mehrere, ne? Wenn nicht sogar 10.000. Krasse Sache. Krasse Sache. Hey, komm, du verarschst mich doch gerade, oder? Du hast 6 Follower. Auf YouTube. Ah, okay. Baumeister, mach keine Streamer kaputt. Bin auch mal wieder da. Willkommen zurück, Wakatschu. Schau die Baumeister auf YouTube, dann siehst du das Studio sogar. Die Baumeister. Alles zusammengeschrieben. Die Baumeister. Ah, hier 400. Jo. Das stimmt sogar, was du sagst. LOL, ihr habt auch dieses Ding. Und da steht die Herz Bau Meister. Bei mir steht einfach Brownie YT Herz Danke. Macht gar keinen Sinn, oder? Ihr habt einfach das gleiche. Und inklusive das gleiche Regal. Holy crap. Es ist einfach exakt das gleiche. Okay, außer dass ihr jetzt 3000 Nanoleafs hinter euch an ausrüstet. Für mehrere tausend Euro. Das ist schon echt geil, Mann. Das ist schon echt geil. schon sehr witzig. Ja, das habe ich auch entdeckt. Ich fand die Beleuchtung zum Färben sehr geil. Es werden immer mehr Nano... Ja, das wird zur Sucht, oder? Ey, ganz ehrlich, ich wollte mir auch schon so eine Nano-Leafs kaufen. Das Problem war, ich fand halt eine Ladung Nanoleafs zu wenig. So, ein Pack hat halt 8 oder 11 oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Aber es wird, glaube ich, erst interessant, wenn du wirklich, wie du schon auch hast, so 30 Nanoleafs hast. Dann wird es, glaube ich, erst krass und geil. Aber das war mir dann zu teuer. Mit mehreren 100 Euro, 500 Euro oder was weiß ich. War mir das leider zu teuer. Für so ein bisschen Licht, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es dann die Lösung geworden, was ihr jetzt seht. Die man dann aber mit dem Bot einstellen kann. Prime Day ist billiger. Ja, ja klar. 20-30% wahrscheinlich, ne? Sind immer noch mehrere hundert Euro. Ich will mir auch Nanoleafs kaufen, wenn ich ein Gaming-Streamer baue. Ja, generell auch für Nicht-Streamer sind Nanoleafs ganz geil. Einfach ist schon eine coole Art und Weise der Beleuchtung. Auch wenn ihr dann dieses Auditive macht, dass die Beleuchtung sich anpasst anhand der Geräusche, die so im Umfeld sind. Kacke, ich komme hier gar nicht durch. Jeder hat Nanoleafs. Mann. Jetzt brauche ich auch diese Nanoleafs, verdammt. Ah! Nein. Einfach nein. Was ist mit dem los? Isa, was ist los? Willst du mir privat schreiben? Isa spielt gerade mit. Wakatschu. Sie hängt am Haken. Okay, sie spielt nicht mit. Sie hängt. Pony soll sich nicht wundern, wenn ich plötzlich gehe. Was? Was? Hä? Wie du gehst? Wow, alle sind tot. Geil. Also,
habe euch aber nicht zu viel versprochen, oder? Ich habe ja gesagt, hey, werdet hier kein Gameplay sehen. Erste Runde direkt Gemori, zweite Runde alle tot. Geil. Schau weiter oben, der Hey. Ja, du gehst gleich. Baden, oder? Oh, irgendjemand ist vom Haken gekommen. Komm doch zu mir. Hallo? Muss ja, wie, du musst jetzt baden gehen. Warum musst du? Warum musst du? Hey, komm doch her! Sie will nicht. Sie will mich nicht wiederbeleben. Los, weg hier. Block doch nicht, Olga. Ich glaube, Isa ist etwas genervt. Etwas? Sie ist komplett genervt. Okay. Mich regt was ganz anderes auf. Isa, was los? So, ich muss leider ins Bett. Die Baumeister, ich wünsche dir eine gute Nacht und einen tollen Start in die neue Woche. Muss morgen früh raus. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Bist echt sympathisch. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz meinerseits. Also ihr seid auch mega sympathisch. Vielen lieben Dank nochmal für den Raid. Ich schau sicher wieder mal vorbei. Und du schaust mal zu uns. Ich schau auf jeden Fall bei euch mal vorbei. Auf jeden Fall eine gute Nacht. Und eine schöne Woche. Danke dir. Wir haben Brownie abgelenkt. Ja, ihr Bösen. Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Macht Spaß, hier zuzusehen. Der Spaß geht aber nicht an meiner Seite. Also, ja. Mori und direkt alle tot ist nicht witzig. Wenn man selber spielt. Das ist echt kacke. Muss ich sagen. Na, kacke. Ich bin so dumm. Ich bin... Man kann es echt gut kontern, wenn er mit der Kettensäge kommt, könnt ihr einfach in den Schrank gehen und der kann nichts machen. Der fuchtelt dann mit seiner Kettensäge rum, aber ihr dürft dann nicht rausgehen. Ich bin quasi gerade, während er gefuchtelt hat, rausgegangen. Ihr müsst quasi den richtigen Moment, ihr müsst das Timing abpassen, zur richtigen Zeit rauszugehen. Kann ich, muss Kekse essen. Oh. Ey Isa, warum bist du so, was ist los? Was ist los, Isa? So, holy Schrank. Genau, der heilige Schrank. Was ist los, Isa? Und warum macht ihr nichts? Wir müssen noch zwei Gens machen. Holy. Warte mal. Stellt euch vor. Stellt euch vor, wie wäre dieses Game noch gewinnen. Wie krass wäre das eigentlich? Es liegt an einer bestimmten Person. An einer bestimmten Person. An Bobby? Nein, der heißt Billy. Der heißt doch gar nicht Bobby. Ah. Ich bin am Überlegen, ob ich meinen Bart abrasiere. Aber viele sagen, hey, nein, der Bart, der steht hier. Wer ist Bobby? Kappa mit Afro-Locken?
Dein Freund Kappa. Wollt ihr keinen Gen mehr machen? Habt ihr die Schnauze voll? Er wird safe. Ich sag dann auch mal gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Kabaril, ich wünsche dir ebenfalls eine gute Nacht. Danke, dass ihr hier wart oder dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Und ja. Hab einen schönen Start in die neue Woche. Eine schöne neue Start. Verdammte Axt! Der Gen ist zur Hälfte. Bin ich der Einzige, der gerade einen Gen macht? Kann es sein, dass die anderen gerade... Ach gut. Nein. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ding können wir noch gewinnen. Das klingt komisch, aber das Ding können wir noch gewinnen. Ja, Live-Chat, wir müssen... Der eine Gen ist oben, wir müssen nach oben. Ich weiß nicht, wo die gerade sind, ich habe keine Bindung. Ich habe keine Bindung. Geil, das ist mein Gen. Wo? Hä? Wo denn? Ich sehe sie nicht! Komisch. Hä? Ich sehe nichts. Da. Alter, warum ist denn da gerade jemand aus dem Schließfach gesprungen? Habt ihr das gesehen? Da ist gerade jemand aus dem Schließfach gesprungen. Diesen scary, wie sagt man? Scary Dings. Kacke. Jumpscare. Diesen Jumpscare hatte ich noch nie. Den kannte ich bisher noch nicht. Kacke, 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 Kacke!
Kacke! Bitte lass mich nicht rausrennen. Scheiße. Die Mates werden mich hassen. Was soll ich machen? Ich lief gerade so mit meinem Teddy. Oh Mann, scheiße. Die werden mich hassen. Bros. Kacke. Ob er den überleben lässt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, der stirbt halt an Dings. Ich muss mich entschuldigen. Ich fühle mich im Bett gerade so alone. Was soll ich ihnen sagen? Wo ist eigentlich Zeusus? Wollte sie nicht nur Eierkuchen machen? Brennt die Wohnung jetzt? Brennt die Wohnung? So, wir sind wieder Rang 5. Ich bin immer alone im Bett. Ich bin auch außerhalb des Betts alone. Oh, 3, 5, 11, 11, 17. Isa, bist du jetzt weg? Isa ist weg, oder? Nein, Isa ist da. Hey, Isa. Rosa. Kappa? Was, Kappa? Benutze die Bodenluke. Yay. Tolle Prüfung. Warte, in 9 Tagen wird erst... Och, Mann. Ich habe jetzt 9 Tage lang keine Mission mehr. Außer Killersachen. Ich habe nur noch die Killersachen offen, Live-Chat. Nur noch Killersachen. Das heißt, wir müssen jetzt Killersachen machen. Direkt am Anfang gestorben. Ich weiß, Isa. Komm. Mach mal einen Killer, aber Killer kann ich nur alleine spielen. Geht jetzt los? Geht's los? Na, es geht nicht los. Nichts verpasst. Hast du meine Zeichnung gesehen? Deine Zeichnung? Nein. Wo ist denn deine Zeichnung? Jetzt kommt DBD. Was zum Teufel? Das hast du gezeichnet? Das sieht professionell aus. Das sieht richtig gut aus. Oh mein Gott, ist das gut. Meine Hand tut so... Meine Hand so wehgetan? Wie? Hä? Du hast dich verletzt beim Zeichnen? Minky, ma? Ja, schau mal auf Discord in den Medien-Channel. Da hat Wakatschu ein Bild reingepostet, was sie selbst gemalt hat. Richtig krass.
Und nochmal willkommen an alle Zuschauer da draußen. Schön, dass ihr hier seid. Wer ist denn alles noch hier? Zeusus LP ist noch da. Ich hoffe, deine Wohnung brennt noch nicht. Virtual Bros, Wakachu, V and Key, Toda, Thikur, The Lurks, The Iced Fire, Toffen, Sad Girl, MS Lanity, Minky, Luna, Josef, Jackson, Domitown, die Baumeister sind auch noch da. Shinuna ist auch noch da. Bibikorn ist auch noch da. Und Andinos Live. Und Fabi natürlich. Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Schön, dass ihr hier seid. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin überfordert. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Uff, uff. Ich nehme Verband mit, oder? Soll ich Verband mitnehmen? Ich nehme kein Verband mit. Ich gehe so rein. Soll ich so reingehen? Warte mal, was? Ja, ich gehe so rein. Okay, jetzt ist eh die Zeit vorbei. Angel of Death ist aber echt gut. Ich sollte die Szene nochmal ändern, oder? Das ist doch ein bisschen besser. Traurig, aber wahr. Bis dahin stelle ich andere Dinge mit dir an, als wenn du mit den Animes zeigst. Was? Hä? Was? Ich flirte wieder mit Vanessa. Okay. Okay. Okay, Ruhe. Weitermachen. Ich habe nichts gesagt. Wann flirtet eigentlich mal wieder jemand mit mir? Das ist schon so ewig her. Ich will auch mal wieder flirten. Aber erstmal muss ich mich rasieren, oder? Und Haare machen. Jo, Leute! Was geht ab? Ja, was machst du? Lauf doch zum Gen. Mach doch irgendwas Sinnvolles, oder? Besser ist... Wenn ihr wüsstet, was wir privat schreiben... Oh la la. Okay, ich gehe lieber... Killer kommt. Oh mein Gott. Ah! Hä? Okay. Killer hat mich verloren. Hihi. Warte, was? Ich glaube, der Killer möchte die Mission machen, sich selber zu rammen. Das gibt auch eine Mission, 6-mal irgendwie rammen und Leute töten oder so eine Scheiße, ne? Die Mission habe ich auch noch nicht. Die werde ich auch nie schaffen. Isa, spiel! Nicht schreiben! Isa ist die ganze Zeit im Chat aktiv. Mann, Isa.
Wahrscheinlich ist Isa sogar gerade in der Badewanne, oder? Isa, wahrscheinlich badest du gerade. Ist gar nicht mehr im Game. So sieht's aus. Erwischt. Ich spiele doch, Mann. Ja, die flirtet mit mir, Kappa. Siehst du? Vanessa sagt uns alles. Sie klärt uns auf. Ist die ganze Zeit nur am Chip tippen. Ich hol dich gleich. Ich hab grad meinen Gen gemacht. Wollte ich die andere Person nicht? Oh. Ist das widerlich. Die andere Person. Aufwischen. Die andere Person? Was? Gesundheit. Vielen lieben Dank. Habe ich mich irgendwie angerotzt oder so? Nee, ne? Besser ist. Das ist ja wirklich eklig. Was sagt die Uhrzeit? Och man, gleich 0 Uhr. Was? Wieso ist die Zeit so schnell verflogen? Also wenn dich jemand nicht mag, nur wegen dem Bart und der zerzausten Frisur, könnt die eh gleich abhaken. Oh ja, das hast du echt süß gesagt. Minky. Aber leider sind heutzutage sehr viele Menschen sehr oberflächlich. Und heutzutage wird man auch sehr schnell und sehr leicht ausgetauscht oder weggeworfen. Treue und Loyalität sind sehr, sehr, sehr selten heutzutage. Sehr selten. Bam! Chenuna. Hm? Oh, oh. Zwei Gens noch. Das sieht gut aus. Isa, halt durch. Ich habe ein bisschen Angst wegen diesen ganzen Totems, die hier überall sind. Color Liebe. Oh, lala. Oh nein, Isa. Sie kommt nicht hierher, oder? Und einer hustet hier. Ja, aber so kann ich nicht Isa holen. Oh, Isa wurde schon geholt. Perfekt. Zwei Gens noch. Fabi spendet 100 Bits mit Einhorn. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einhörner. Für deine 100 Bits. Danke, danke, danke. Liebe geht raus. Erstmal Liebe für den Fabi da. Steve hängt. Isa ist verletzt. Keiner macht Gens. Ich mach Gens. Ich. Richtig heilen. Du willst ja nur angefasst werden. Eine Rückenmassage, oder? Ich kann gut massieren. Ist das nicht ein Schneemann statt ein Einhorn? Es ist ein Schneemann mit der Nase auf der Stirn. Also ein Schneehorn. Kacke. Ich versuche, die Leute zu retten. Den einen, der hinten ist. Versuch du, den hier vorne zu holen, oder? Ein Schneeeinhorn. Also, ein Einhorn ist ja nichts anderes als ein Lebewesen, was ein Horn hat, oder? Oh mein Gott. Quasi jeder Mann ist ein Einhorn, Kappa. Nein, der Horn muss halt zwischen der Stirn sein. Bleib stehen. Bleib doch stehen, Digga. Isa, holst du den anderen? Isa, schreib eine 1 in den Chat, wenn du den anderen holst. Ansonsten ist er gleich in Phase 2. Auch nicht schlecht. Okay, ich hol den anderen.
geil. Ja, was soll ich machen? Der hat dich gekämpft, ne? Zwei. Macht jemand einen Schaden? Der Gen hier ist echt scheiße. Oh, scheiße. Wir haben nur noch Scheiß-Gens. Wir haben nur noch Scheiß-Gens zu machen. Wir haben nur noch Scheiß-Gens. Block mich nicht. Danke. Block mich nicht! Danke! Was? Ist der Opa irgendwie desorientiert? Helf mir doch! Was ist denn los? Warum macht keiner einen Gen mit mir? Was macht denn ihr Opa? Wow, der Opa macht einfach gar nichts. Geil, der Opa, geil! Richtig sexy. Dieser Opa ist der Beste. Ganz ehrlich, wenn der Opa irgendwann mal hängen sollte, ich hole ihn nicht mehr. Lass ihn verrecken. Sexy Grandpa. Ey, warum sind die Opas immer so schlecht in diesem Game? Ich werde jetzt mal ins Bett gehen. Oh, schlaf gut. Oh Gott. Ja, ich weiß, aber der Opa war viel früher da und hat den Gen nicht mitgemacht. Verstehst du? Der Opa ist die ganze, der wartet nur noch darauf, dass wir alle sterben. Und das finde ich asozial, weil er hätte den Gen mitmachen können. Dann wären jetzt alle Gens gemacht. Wo ist denn der Opa? Schreibt mal in den Chat, wo der Opa ist. Ich renne jetzt zu ihm. Wo ist denn der Opa? Der Opa ist in der Facecam. Ach so. Ah, da ist der Opa. Danke dir. Hab ihn gefunden. Der Opa macht einen Gen. Jetzt macht er einen Gen! Vorhin habe ich die ganze Zeit den Gen allein gemacht und der stand einfach neben mir und guckt mich so an. Like a potato. Ja. He looks like a potato. Ja, toll. Ja, geil, Opa. Vielen lieben Dank. Applaus. Applaus geht raus an den Steve. Opa Steve. Ich glaube, du hast uns gerade umgebracht, Opa Steve. Come on! Opa Steve hat uns alle umgebracht. Einer hat dir gerade Noob geschrieben? War das Opa Steve oder was? Mann, dieser Opa Steve ist sogar PlayStation-Spieler. Mann, früher stand PlayStation halt wirklich noch für Profi. Weißt du, Profis haben damals eine PlayStation gekauft. Mittlerweile besitzen nur noch Noobs PlayStation. So sieht's aus, Fabi. Ja? Wieso hat die Mac Noob geschrieben? Der einzige Noob war dieser Opa. Ich hab, ohne Scheiße, ich hab den Gen gemacht, der Opa kommt so von hinten, stellt sich so hinter mir, während ich den Gen mache.
läuft wieder weg. 10 Sekunden später kommt er wieder zu mir. Stellt sich so hin. Läuft wieder weg. Und dann bist du gekommen, Isa, und hast mir geholfen. Hätte der Opa mir geholfen, hätten wir zusammen den Jen gehabt. Und dann wären, bevor du am Haken hingst, dann hätten wir alle Jens gehabt. Dann hätten wir alle Jens gehabt, Isa. Ey, ich habe auch eine Playsee. Ich meine nicht euch mit Noobs. Der Opa war ein Noob. Ruhe jetzt. Hat nichts mit der Konsole zu tun, ob man gut spielt oder schlecht. Könnt ihr jetzt bereit drücken? Vielen Dank. Mann, das hat doch nichts mit Konsole zu tun. Aber der Opa, der regt mich auf. Durch den Opa bist du gestorben, Isa. Durch den Opa bin ich gestorben. Und durch den Opa ist auch der Opa gestorben. Wir sind einfach alle gestorben. Nur weil er den Jen nicht gemacht hat. Englisch Sony Support Chat sympathisch. Ja. Mrs. Lovely, herzlich willkommen. Toller Name. Nur zum falschen Zeitpunkt gejoint. Jetzt muss ich wieder nett sein, oder? Ja, also. Ne? Wir spielen weiter. Aber können mir nicht helfen, weil ich in Deutschland lebe, RIP. Ja, das ist schon scheiße, Toda. Und wie gesagt, gerade der Opa hat uns alle umgebracht, Toda. Stimmt's? Musst du nicht. Was muss ich nicht? Opa. Der Opa hat uns umgebracht, Toda. Toda hat's gesehen, oder? Hast du's geklippt, Toda? Hast du's geklippt? Ich überleg, ob ich heute nochmal was esse. Aber ey, ist gleich 0 Uhr, ich gehe gleich schlafen. Der Opa hat der gegen die Wand geschaut? Nein, der Opa hat gegen meinen Rücken geschaut. Keine Ahnung. Da war ein Jen. Ich mach den so, 80%. Von 0 auf 80 und er stand die ganze Zeit nur neben mir. Er stand die ganze Zeit nur neben mir. Und es war der letzte Jen, den wir noch gebraucht haben. Alter, sind die... Au! Ist es normal, dass Batterien, die man auflädt, kochend heiß sind? Ich habe Angst, dass die explodieren. Ist es normal, dass Batterien, wenn man sie auflädt, dass sie so heiß werden? Habe ich die falsch rum in das Ladegerät gesetzt? Habe ich die falsch rum reingemacht? Ich glaube nicht. Ist es normal, dass die heiß werden? Nein, nicht normal. Scheiße, warum werden die so heiß? Warum sind die so heiß geworden? Die sind wirklich kochend heiß. Also so 90 Grad, würde ich sagen. Naja, nicht 90. 60, 70 Grad. Also deutlich wärmer als Hauttemperatur. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit den Batterien nicht. Ich will die mal beobachten. Vielleicht sind die kaputt. Unterladen oder so. Vielleicht habe ich sie kaputt gemacht. Batterien dürfen nämlich nicht unterladen werden. Die haben halt eine gewisse Nennspannung. Und wenn du sie halt irgendwie... Deswegen solltest du auch... Die gehen kaputt. Ja, deswegen solltest du zum Beispiel auch... Du hast kein Brownie mehr, Minky. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Deswegen sollte man auch Batterien nie komplett leer machen. Das ist nicht gesund für Akkus. Die gehen kaputt. Jetzt den deutschen Support anschreiben. Aua. Im Chat ist... Ja, jetzt hast du den wieder, Minky. Das buggt manchmal. Was wollte ich sagen? Du, dies, das. Ne? Boah, ich habe jetzt so Bock auf Eierkuchen mit Apfelmus. Ich glaube, ich back mir morgen Kuchen. Jetzt nicht mehr, jetzt ist wieder da. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach ja, Batterien, nein, ja, also Handys solltet ihr niemals auf 0% runterlaufen lassen. Am besten immer schon bei 10-20% Akku aufladen. Isa, gehst du heute nicht mehr baden? Letzte Runde, oder Isa?
Würde ich auch sagen, Isa. Ja. Sind wir heute vernünftig, oder? Heute vernünftig, machen 0 Uhr aus. Brauche Schoki. Oh. Das wär's. Letzte Runde, sagt Isa mit dem Schwert. Isa hat auch... Doch, Isa hat... Hä? Im Chat hat Isa Brownies mit Augen und hier im Stream hat Isa Brownies ohne Augen. Ganz komisch. Ganz komisch. Komplett verbuggt. Sehe ich nicht. Und Zeusus ist kurz Eierkuchen machen gegangen und ist nie wieder zurückgekommen. Ich mache mir echt Sorgen, dass die Küche brennt oder so. Ja. Perfekt, einfach Augen geklaut. Ja, das durchaus möglich. Was ist unsere Mission? Komme durch die Bodenlupe. Easy, oder? Easy. So, letzte Runde und dann begeben wir uns alle ins Bett. Morgen arbeiten. Ich habe gerade mal die Cola mit Zimt probiert. Es gibt Cola mit Zimt bei euch? Also bei uns gibt es nur Cola, Cola Vanille und Cola Cherry Cola, glaube ich. Die drei Sorten gibt es bei uns. Und halt noch Cola Zero. Aber Cola mit Zimt? Warte, Fabi, du hattest mal Cola mit Zimt, oder? Fabi? Limitierte Weihnachtsedition. Igitt. Und wie schmeckt sie? Wie schmeckt sie? Oh, mit Himbeere. Hab mir nicht gekauft, getraut. Aber du warst doch irgendwie im Ausland, Fabi, und du hast noch mehr, ne? Noch mehr Sorten. Wie Lebkuchen. Oh, Lebkuchen ist aber lecker. Cola mit Zimt schmeckt wie Lebkuchen. Das stelle ich mir geil vor. Lebkuchen trinken stelle ich mir richtig geil vor. Oder Himbeer-Cola. Fabi, du hast dir ja auch irgendwelche Spezialsorten gekauft, oder? Du warst doch irgendwie in Niederlande und da gibt es doch generell 1000 Cola-Sorten, oder? Boah, ich will jetzt auch so eine Zimt-Cola. Gibt es die jetzt momentan überall in Deutschland, Minky? Gibt es die in jedem Laden? Oder wo muss ich da hin? In Frankreich. Ah. Oh, Isa wieder. Isa, wieso bist denn du... Hä? Isa? Im Real. Hatte Fanta Grapefruit, Fanta Ananas und Dr. Pepper Vanille. Boah, Cola Himbeer und Cola Zimt. Ja, wegen Zimt hat man erstmal voll Angst. Ganz ehrlich. Wegen Zimt und Cola denkt man erst so, das muss doch eklig sein. Aber wenn du jetzt sagst, es schmeckt wie Lebkuchen, muss ja richtig lecker sein. Wieso letzte Runde? Es ist 23.50 Uhr, Toda. Ich muss morgen arbeiten. Heute ist doch Sonntag, oder? Ich muss morgen arbeiten, Toda. Hä, du musst doch morgen zur Schule, Toda. Bei Dr. Pepper Vanille schmeckt man die Vanille intensiver. Oh, nice. Igitt, das ist der Clown.
Wow, er tunnelt dich, Isa. Ich glaube, ich hole mir auch eine Cola Sint. Genau beim Fähigkeitscheck aufgehört. Skeptisch, aber meine Neugier hat sie in den Einkaufswagen wandern lassen. Mega nice. Machen wir zum dritten, Jen. Ah, Killer läuft hinten, hinter uns. Ba-ba-ba-da-dab. Oh, irgendeiner hat hier alle Paletten umgeworfen. Finde ich gar nicht mal so geil. Boah, ich muss durch die Luke entkommen. Ich hoffe, dass sie alle rausgehen und nicht dann auf mich warten, dass ich durch die Luke kann. Wenn wir gleich rauskommen. Ich hoffe, dass ich durch die Luke gehen kann und nicht, dass alle dann da drum stehen und warten, bis ich zum Ausgang renne. Boah, fast verkackt. Warte, es gibt einen deutschen Support. Wieso hast du den deutschen Support nie angeschrieben, Toda? Wieso hast du den englischen Support angeschrieben, wenn es einen deutschen gibt? Dann ja kein Wunder. Dann hast du alles falsch gemacht, Toda. Nöd? Nee. Luke, Luke, Luke. Luke, Luke. 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 Wer macht denn die Tür auf? Oder wenn ich den in den Finger kriege. Wenn ich den in die Finger kriege, der die Tür geöffnet hat. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht durch die Luke gehen dürfen. Weil die Leute nicht rechtzeitig sterben oder rausgehen. Das war ich. Danke, Isa. Warum hast du denn die Tür geöffnet? Was tust du jetzt? Isa, warum hast du die Tür geöffnet? Das hat doch gar keinen Sinn ergeben. Okay, Isa ist sogar einfach rausgerannt. Geil. Und jetzt sterben alle. Naja, Hauptsache Isa ist draußen. Ich werde meine Mission nicht mehr kriegen. Okay, scheiß auf Luke. GG, Luke, ciao. Schade. Du hast doch gesagt, alle sollen raus. Wie sollen denn alle rausgehen, wenn sie am Haken hängen? Das ist nicht so optimal, wenn die am Haken hängen, Wo ist die Drecksluke? Du hättest jetzt zum Beispiel mit mir zusammen in Ruhe die Luke suchen können und die Leute vom Haken holen können mit mir zusammen. Stattdessen läuft der Timer, ist schon zur Hälfte jetzt um. Und ich bin jetzt hier allein und muss ihn alleine retten.
Stattdessen muss ich den jetzt hier alleine retten. Der Timer läuft. Ich kann die Luke nicht finden. Und ich muss jetzt den normalen Ausgang nehmen. Oder ich sterbe auch einfach. Ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist, Alter. Wahrscheinlich kriegen wir beide den Ausgang nicht mehr. Doch. Aber ich hätte gerne die Luke genommen. Egal. Aber wenn die Leute da ganz, ganz hinten sind und du machst den Ausgang hier auf, bringt es halt einfach auch nichts. Aber trotzdem war ja nett gemeint. Danke dir. War ja nett gemeint, Isa. War ja nett gemeint. GG! Alle entkommen. Nein, sind wir nicht. Einer ist gestorben, weil ich konnte beide nicht vom Haken retten. Scheiße. Egal. Immerhin sind nicht alle gestorben. Jetzt hast du all meine Nachrichten überlesen. Ich habe die nicht angeschrieben, weil es im Deutschen keine gute Support-Dings gibt für mein Problem. Weil man muss ja da bestimmte Kriterien erfüllen. Aber das gab es nur im Englischen. Aber ja, kann sein, dass ich alles falsch gemacht habe. Schwund ist immer. Ja, Schwund ist immer, Leute. Wow, wir sind entkommen. Wir haben null Belohnung bekommen. Wir sind immerhin trotzdem noch Rang 5. Aber Luca haben wir nicht gekriegt und einer ist leider verreckt. Aber trotzdem, Isa, Liebe geht raus. Danke, dass du mitgespielt hast und dass wir beide entkommen sind. Wenn du aufgehst, gehe ich Monster jagen. Nein! Hä? Gehst du morgen nicht arbeiten? Zur Schule? Hast du morgen frei? Hast du morgen frei? Isa, Liebe geht raus. Danke fürs Mitspielen. Und ich hoffe, du spielst nächstes Mal wieder mit. Und bist jetzt nicht traurig. Okay, sie weint. Isa. Liebe geht raus. Sei nicht traurig. Aber ja, ich hab morgen Schule. Dann solltest du keine Monster jagen. Aber ich gehe jetzt Monster jagen. Bam, katsching. Ist das ein Lattenrost über dir? Ja, das ist ein Lattenrost. Ich sitze gerade unter meinem Bett. Und ja, mein Bett ist riesig. Sehr riesig. Babykorn, gute Nacht. Musst du nicht arbeiten? Ja, ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten, ja. Ich muss bald schlafen gehen. Dein Bett ist riesig genug für 3 Personen. Für 5. Oder sogar noch mehr. Deswegen kann ich unterm... Also mein Bett hier, ja, das ist riesig. Das alles ist mein Bett. Und noch viel mehr. In alle Richtungen. Also ich habe ein Hochbett. Selbst gebaut. Gut. Wir machen aus. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch irgendwann alle wieder. Und auch Zeusus, ich hoffe, die Wohnung steht noch. Das letzte, was wir hörten, war, sie macht kurz Eierkuchen. Ich muss noch schnell Bits kaufen. Lul, wie, du musst Bits kaufen? Warum musst du Bits kaufen? Warte, Bits ist doch Bier, oder? Bits? Bitte ein Bit? Habe einfach 10 Euro auf PayPal geschenkt bekommen. Wieso hast du 10 Euro auf PayPal geschenkt bekommen, Isa? Du musst uns alles erzählen. Black Friday, oder? Es gab, glaube ich, auch von PayPal... Wieso hast du 10 Euro geschenkt bekommen? Ich will auch 10 Euro. Ich glaube, von Nintendo gab es auch irgendeine Aktion mit 5 Euro oder sowas, wenn du über PayPal zahlst. Keine Ahnung, hat er eine Mail bekommen. Das war bestimmt Scam. Morgen ist dein Konto leer. Gut, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Start in die Woche. Leute, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Achtet auf die Corona-Regeln. Ich will auch 10 Euro. Minky, eines Tages wirst du auch 10 Euro haben. Und heute habe ich die 10 Euro bekommen. Ach so. Liebe geht raus nochmal. Bleibt gesund und bis morgen, meine Lieben. Ciao. Danke, dass ihr hier wart.